Dass auch die Münchnerin Anna-Maria Lindmeier einmal eine Heilige werden sollte, das haben die Mitschwestern schon auf ihrem Sterbebild vermerkt. Gelebt wie gestorben im Ruhm der Heiligkeit, haben sie 1726 formuliert. Damals hatte allerdings niemand gedacht, dass es fast 300 Jahre dauern sollte, bis das Vermächtnis der Lindmeier intensiv in Angriff genommen wird. Ja, hier in diesem Schrank bewahren wir auch einige Reliquien der Mariana Lindmeier auf, was ja besonders wertvoll ist, da ihr Leib ja nicht erhalten ist, seitdem im alten Münchner südlichen Friedhof nach der Säkularisation verscharrt wurde. Und wir haben hier verschiedene Reliquien von ihr. Besonders wertvoll, auch wenn es inzwischen eingetrocknet ist. Das ist also Blut, das damals entnommen wurde, jetzt natürlich inzwischen eingetrocknet ist. Und dann noch sehr schön haben wir in diesen zwei Behältern, Glasbehältern, noch Haare von Maria Anna Lindmeier, wo man also ihre Haarfarbe auch gut erkennen kann. Man hat diese Reliquien aufgehoben, weil man natürlich der festen Überzeugung war, erstens einmal, dass sie eine bedeutende Persönlichkeit war, aber auch, wie man sagte, dass sie im Ruf der Heiligkeit gestorben ist und so auch für spätere Zeiten ihre Bedeutung bekommt als heiligmäßige Frau, die auch späten Zeiten noch etwas durch ihre Botschaft zu sagen hat. Die Botschaft der Lindmeier ist im Kloster St. Theresia in München auf 20.000 Seiten konserviert. Tagebücher einer Frau, bei der die Münchner schon zu Lebzeiten Zuflucht gesucht haben. Doch ist sie wirklich eine Heilige, eine Fürsprecherin für alle Zeiten? Die Prüfung des umfangreichen Schrifttums soll darüber Aufschluss geben und damit Einblick in ein bewegtes Leben. 1704. Die im Schatten von St. Peter geborene Lindmeier ist 47 Jahre alt, als der geächtete Kurfürst Max Emanuel aus der Stadt flieht. Seine mit Frankreich verbündete Armee ist vernichtend geschlagen. 20.000 Tote und Verwundete liegen auf den Feldern um Höchstädt. München liegt schutzlos vor den Siegern. Was das bedeutet, wissen die Bürger. Plünderung, Brandschatzung, Vergewaltigung und Tod. Mit dem Bau einer Kirche sei das Übel abzuwenden, behauptet Anna-Maria Lindmeier. Sie ist bekannt als visionäre Frau, die mit dem Jenseits in einer besonderen Verbindung steht. Es gelingt ihr, in dieser Bedrängnis alle gesellschaftlichen Kräfte an einen Tisch zu bringen. Adel, Klerus und Bürger geloben unter Tränen, wie es ein Chronist vermerkt, ein Gotteshaus zu errichten. Es steht heute noch. Als einziges Kirchlein hat es den Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs überstanden. Die Stadt läg in dem Grund, wann diese Kirch nicht stund. Ein knapper Satz auf dem Putz der Kirche, der ihre Entstehung beschreibt. Die Dreifaltigkeitskirche ist die steingewordene Erinnerung an die Errettung Münchens und an Anna-Maria Lindmeier. Ich glaube...